Mann, 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 ich muss jetzt tatsächlich noch Geld fahren für den SLR McLaren. Das kannst du ja eigentlich auch keinem erzählen, ne? Würde ich mal sagen. Na gut, was willst du machen? Wenigstens kriegen wir hier jetzt ordentlich Cash im Gegensatz zum Rennen eben. Hoffe ich doch mal. Ach, Mann, Leute. Wie wird's wohl gegen Darius sein? Das dauert alles noch, bis wir hier Darius herausfordern können. Ich weiß, eigentlich könnten wir ihn schon lange herausfordern, aber wir brauchen den SLR McLaren, weil der ist wirklich ein richtig geiler Wagen und den muss ich euch einfach zeigen. Wir könnten wahrscheinlich auch mit dem Murcielago ansatzweise eine Chance gegen Darius haben. Nehme ich jetzt einfach mal an. Aber trotzdem baue ich auf den SLR McLaren, weil es einfach der beste Wagen ist, den man freischalten kann, bevor man gegen Darius antritt. Ich weiß ja nicht, ob man noch Darius Wagen freischaltet, wenn man ihn besiegt. Da bin ich nicht gut informiert, aber ja, übel wird's auf jeden Fall. Das kann ich auf jeden Fall schon mal prophezeien. Glaube ich. So, dann mal fix los hier. Fitz Gerald, witzig, na gut. So. Einen Kontrollpunkt haben wir, den nächsten haben wir auch gleich. Wir hätten nicht so viel in den Murcielago einbauen sollen an Getriebe. Das hat uns nämlich viel Geld gekostet. Dann hätten wir uns den SLR McLaren jetzt schon leisten können. Oh, Abkürzung verpasst. Nein. Aber der Kontrollpunkt hier ist natürlich, weil er aus einem früheren Bezirk kommt, von der Zeitnahme her, kein Problem für uns, weil eigentlich ist der für Stufe 2 Autos gedacht, nicht für einen perfekt ausgepowerten Stufe 3 Lamborghini Murcielago. Aber das kommt uns ja nur entgegen, ne, Freunde? Mann, 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 Mann. Das ist ja echt übel Mübel hier. Möchte ich fast meinen. So. Auf geht's. Pam hier rumgezogen. Hier ein bisschen Nitro gegeben. Wir nähern uns Darius langsam. Mit Bedacht, aber wir nähern uns ihm. Wobei zuerst treten wir gegen Wolf, Kenji und Angie im Canyon und in der Stadt an, wie sie uns per SMS geschrieben haben. Das kann auch witzig werden. Die Frage ist nur, ob wir danach nochmal zum Unterschiff zurückkehren können oder wir direkt gegen Darius danach antreten müssen. Das weiß ich nämlich nicht. Und genau deswegen will ich mir den Mercedes SLR McLaren auch schon vorher holen, denn ja, den, wenn wir den uns dann nicht mehr holen können, wenn wir gegen Darius antreten, das wäre extrem schade einfach. Und deswegen möchte ich den gerne schon vorher in meinen Händen wissen. So, das war gerade ein bisschen artistisch gerettet, aber dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. So, ich glaube, der Mercedes SLR McLaren kostet, wenn ich mich richtig entsinne, 218 oder 212.000, also eine gute Stange Geld. Das kann man nicht anders sagen. Und ja, den werden wir uns dann gleich kaufen. Ich weiß auch noch nicht, ob es nach diesem Rennen schon reichen wird. Ich glaube eher nicht. Müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal ein Rennen machen, aber damit haben wir kein Problem. So viele Rennen haben wir schon in diesem Spiel gesehen. Dann wird ein Rennen jetzt auch nicht in den Rahmen sprengen, hoffe ich zumindest. So, 1:45 Zeit hätten wir jetzt noch für diesen Kontrollpunkt. Also ihr merkt, das läuft wirklich gut. So, hier ist noch eine Abkürzung durch dieses Tor. Brettern. Sehr gut. Und dann müsst ihr auch gleich die Ziellinie auf der Map irgendwo auftauchen. Da ist sie doch auch schon. Perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto hat nichts mit Fett zu tun, sondern mit perfekt. Diese Information war eigentlich recht unnötig, weil man das ja weiß. Mann, 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 ey. Ich bin hier irgendwie nicht so recht bei der Sache. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie es gegen Darius sein wird, wie hart es sein wird, wie ich den Mercedes SLR McLaren tunen werde, also optisch. Das sind alle so die Fragen. Ha, schwierig. Wirklich schwierig. Aber irgendwie werden wir schon hinbekommen. Noch haben wir alles geschaukelt, ne, Freunde? So. 12.200 bekommen wir. Rechtzeitig ins Ziel kommen und schalten. Auspuff blenden frei. Das ist ja wunderschön. Hatten wir die vorher noch nicht frei? Das wäre ein bisschen erbärmlich. Wie viel Geld haben wir? 206.000. Das wird nicht reichen. Ein Rennen brauchen wir noch. Kontrollpunkt 7.500. Warum nicht? Warum nicht? Machen wir den nochmal kurz im schönen Kempten. Und dann holen wir uns den Wagen unserer Träume.
müssen leider diesen schönen Wagen dafür dann abgeben, was mich ein bisschen traurig stimmt. Aber Veränderungen, da ist man ja immer so ein bisschen, dass man die nicht will, aber sie kommen doch unweigerlich, egal was man macht. Und genauso ist es doch hier auch bei Need for Speed Carbon. So, hier schön durch Kempten brausen, den Hochgeschwindigkeitsbezirk, wie ich ihn gerne nenne, oder Stadtteil, vielmehr. So, der erste Kontrollpunkt, da locker flockig. Hier durch unseren allerersten Bezirk, Morgan Beach. Wer weiß es noch, Leute, wer ist seitdem dabei? Das waren noch Zeiten, als wir den allerersten Bezirk von Angie erobert haben. Das war dieser hier, nämlich Morgan Beach. Noch ein bisschen Nostalgie aufkommen lassen, bevor wir dann zum finalen Showdown gegen Darius und Stacked Deck antreten. Mann. Das wird übel. Aber dieser Kontrollpunkt hier, das sind alles so kleine Mutmacher, damit wir uns selbst ein bisschen Motivation holen können, diese Rennen hier. Die sind so einfach, bis auf den Rundkurs, den ich verbockt habe, Schande über mein Haupt. Die sind so einfach, das sind einfach nur kleine Motivationsmacher. Denn so leicht wird es, glaube ich, keinesfalls gegen den guten Darius. Bin ich mir sogar, Alter, recht sicher. Aber dieser Stunt von Nicky war ja auch mal episch, Leute, oder? Müsst ihr zugeben. Der war echt richtig, richtig nice. So. Vorwärts. Sorry, dude. Wasn't my Absicht to kick you away. Ey, Mann. Ich fahre hier aber auch gegen alles, was sich bewegt. So, zwei Kontrollpunkte brauchen wir noch. Und dann kriegen wir die nötigen Moneten, um schlussendlich den SLR McLaren zu holen und dann Darius, den letzten Gegner in Pullman City, herauszufordern und fertig zu machen. Dafür müssen wir natürlich noch seine Crewmitglieder von Stack Deck abfertigen. Alter, der lenkt aber auch genau mich rein. Aber das sollte kein großes Problem werden, hoffe ich. Zumindest mal. Mann. Übel hier. Wirklich übel. So, hier rumgeslidet, wie wir es gewohnt sind von mir. Mr. Slide, nämlich meine Freunde auch. Nein, tun sie nicht, aber das tut ja hier nichts zur Sache. So, hier nochmal durch. Und dann müsste da auch gleich die rettende Ziellinie aufpoppen. Wow. Über Stock und Stein durch das Buschwerk pirschen wir uns. Ja, und jetzt kommt hier nochmal ein cooler Stunt zum Ende. Verdammt, ich wollte eigentlich ins Ziel rein. Yeah. Victory. So, 7700 und neu freigeschaltet. Karosserie Kits Paket 1. Oh, super. Weil wir 3 und 4 schon haben, oder was? Gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, holen wir uns das Schmuckstück von Wagen. Freie Fahrt. Dann gehen wir auf Weltkarte. Dann gehen wir zum Autohändler. Dann holen wir ihn uns. Du willst mich doch verarschen. 1500, ehrlich nicht. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Nur von Fails ist diese Aufnahme hier durchzogen. Aufgabe. Genau, Aufgabe mache ich auch bald. So, ich brauche was mir Geld bringt. Grundkurs 18.000. Gibt's nicht noch irgendwas? Radarfalle 500, Drift 10.000. Machen wir mal so einen Anfangsdrift. Der sollte ja nicht so schwer sein und sollte recht schnell gehen. Hoffe ich zumindest mal. Mann! Meine Stimme ist gerade ein bisschen rau. Nun gut. Wir lassen es einfach mal auf uns zukommen. Oh, hier kann man noch runterfallen. Ist aber nicht schön. Ey, komm schon. Warum beendet ihr jetzt mein Drift hier? Das ist aber nicht nett. Wahrscheinlich fail ich auch noch hier bei diesem Drift, wie ich mich kenne. Ja, wunderschön. So, hier muss ich ein bisschen mit Gefühl durch. So. Zack, 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 hier ums Körbchen. Mann, der ist viel zu schnell hier für diesen Drift. Der Lamborghini. Das ist jetzt ja auch sein allerletztes Rennen hier. Denn danach werden wir, verdammt, ich bin letzter, auf ein anderes Fahrzeugmodell bauen, nämlich auf den, Mann, mach ich denn hier für einen Mist?
Mercedes SLR McLaren. So, jetzt hier ein bisschen mehr Peanuts farmen. Das wäre ganz wichtig. Komm schon. So, zack, um die Kurve gezogen. Das sollte jetzt doch der Sieg mal sein hier. Hoffe ich zumindest. Oh, jetzt verkette ich hier aber schon zu viel, den sichere ich jetzt einfach mal ab. Also absichern, absichern. Absichern, danke. Da kommt natürlich niemand von den Gegnern ran. So, hier nochmal ums Kürfchen. Yeah, the Driftmaster of Disaster. So, jetzt aber endlich. Mann, Mann, Mann. Neu freigeschaltet. Bremsen. Stufe 3, 1. Profi-Paket. Na super. Stufe 3 will ich immer lesen, aber das sind ja Rennen vom ganz from the beginning sozusagen. So. Jetzt aber, endlich mal, Freunde. Weltkarte. Zum Autohändler springen. Und den Mercedes SLM McLaren mitnehmen. Jo, das ist unser Prämienkarten. Irgendeine Prämienkarte haben wir gewonnen. Ich weiß nicht welche. Mann, nicht in Serie sieht aber ein bisschen kacke aus, muss ich sagen. So, 8700 haben wir jetzt noch, aber sorry, Dude, du warst mir ein treuer Partner, aber jetzt musst du leider weichen. So, mein Freund, und jetzt bist du dran. Erstmal gehen wir die Leistung einmal durch. Rennpaket, zack. Und Rennpaket, zack. Und Rennpaket, boom. Und Rennpaket, pam. Rennpaket, boah, der gute Werte. Rennpaket, Rennpaket. So, wie viel kostet uns das? Bestimmt wird es teuer. Und? Oh ja, oh ja. Du willst mich doch verarschen, ey. Jetzt kann ich mir hier nicht alles kaufen. Es reicht mir langsam. So, gehen wir mal beim Motor auf Serie. Oh, eins fehlt noch. Dann nehmen wir die Bremsen raus. Wobei, Bremsen sind extrem wichtig. Getriebe. Nitro gehen wir mal auf Profi-Paket. So, reicht's jetzt? Heul, heul, heul. Gibt's doch gar nicht. Mann. Kompressor. Ja, der Kompressor bringt nicht so viel. Aber ganz ehrlich, Leute. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ganz ehrlich. Jetzt fahre ich hier noch rennen. Ich brauche das Geld. Wobei, zuerst tune ich ihn optisch. Zuerst tune ich ihn optisch. Ja, optisch. Erstmal gehen wir auf die Nachrüstung. Fangen mit dem Karosserie-Kit an. Sieht nicht so geil aus, sieht auch nicht geil aus. Sieht in Ordnung aus. Sieht am besten aus. Motorhaube, was haben wir da? Speedline, auf jeden Fall. Dachspoiler. Haben wir immer noch nicht alle freigeschaltet. Nehmen wir mal ihn hier mit. So, Spoiler. Wenham Switchblade, Viper, Fishtail, Groundmaster, Impact, Sidewinder. Da gefällt mir der Sidewinder eigentlich am besten. Und Felgen, was geben wir dir für Felgen, Mann? Was geben wir ihm denn für Felgen? Also anscheinend sieht so aus, ich habe ja gesagt, ich mache nicht immer alle Rennen, ne? Wisst ihr noch, dass ich das gesagt habe? Aber anscheinend sieht so aus, als würden die mich hier dazu zwingen, denn ich brauche einfach den höchstmöglich getuned. Center? BBS-Felgen. Die würden natürlich gehen. Die auch. Nehmen wir mal die mit, und zwar in Größe 21. Gut, das war das. Ich hoffe, das können wir uns leisten. Jawohl, geht doch. So. Tune natürlich. Ich will noch weiter tune natürlich. Nehme ich an der Optik. Erstmal die Felgenfarbe. Ihr habt es doch. Ihr wisst es doch alle schon. Ein schönes Orange. Ah, noch ein bisschen dunkler. Ja, genau so. Und das machen wir mal in Chrom. So, Scheibenfolien. Scheibenfolien. Nehmen wir mal Perlschwarz mit. Ja, Perlschwarz, Perlschwarz. Sehr gut, Perlschwarz. Wunderschön.
Pearl Harbor. Egal. Das war jetzt nicht so witzig. So, tiefer legen, natürlich. Und jetzt gehen wir an den Lack. Der wird natürlich schön schwarz. Und mal sehen, welche Vinyls wir da so haben für unseren Boliden. Matt, Perlglanz, Chrom, Candy, Schillernd, Hochglanz. Ich glaube, wir nehmen Perlglanz. Das sieht einfach immer am besten aus. So, das Geld geht uns auch echt langsam zur Neige. Aber was will man machen, Leute? Was will man machen? So. Jetzt gehen wir auf die Vinyls. Erstmal Karosseriebasis. Was haben wir da? Ich lasse mir jetzt auch mehr Zeit, merkt ihr schon, Leute. Aber das gehört jetzt einfach dazu. Aber bei Karosseriebasis sind nicht so geile Sachen, ne? Ich glaube, ich muss auf Streifen gehen. Da sind einfach die besten Sachen. Würde natürlich gehen. Das geht gar nicht. Auch nicht so nice jetzt. Wir brauchen es zweifarbig. Das würde gehen. Schwierig, schwierig. Man könnte das natürlich unten nehmen, dann oben noch was draufpappen. Sowas zum Beispiel. Oder war nicht da noch irgendwas Gutes oben? Nee, das war so. Nee, aber zweifarbig will ich nichts. Haben wir noch was, was nur oben ist? Nein. Nein. Das ist nämlich nur unten und das würde mir ganz gut gefallen. Wobei, das sieht eigentlich am geilsten aus, muss ich sagen. Das nehmen wir mal mit. So, was ist das hier für ein Verlauf? Der, okay, der wird weiß. Und zwar ganz weiß. Genau so. Diese Fläche wird orange. Zack. Genau so. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut, der Wagen. Ja, ich würde mal sagen, dann ist es das, ne? Ist jetzt nicht so aufwendig, aber muss es ja auch nicht immer sein. Wir gehen zum Warenkorb, holen uns das neue Layout. Und damit ist der Mercedes SLR McLaren fertig getuned. Jetzt brauchen wir nur noch Geld. Und ich guck mal, wie viel Geld wir brauchen. Leistung brauchen wir den Kompressor, der kostet 40.000, na super. Und Motor, der kostet ebenfalls 40.000. 80.000 kriegen wir überhaupt nicht mehr zusammen. 80.000 kriegen wir niemals mehr zusammen, Leute. 15.000, 18.000, 12.000, 500, 5.000. Ja, okay, ich korrigiere mich, das ist doch noch möglich. Nun gut, dann stellt euch darauf ein, dass wir noch ein paar Rennen machen müssen heute. Eieiei, tatsächlich. So, Niki, du bist dabei. Und mal sehen, wie jetzt der neue Wagen so ist. Bin ich sehr gespannt drauf.